Hallo und willkommen zu einem neuen Teil meiner Videoserie Programmieren mit dem Automation Studio von B&R. Heute wollte ich mit euch eine grundsätzliche Einrichtung von MapMotion-Achsen machen, als Vorbereitung für die nächsten Wochen, in denen ich meinen P3-Servo-Verstärker, den P66-Frequenzumrichter und den Schrittmotor in Betrieb nehmen wollte. Das Video ist mein 28. in Summe und das fünfte der einzelnen Serie, großer Testplatz, als in der ich den Testplatz, der auch in dem Video zu sehen ist, nach und nach komplett mit euch in Betrieb nehmen wollte. Zur Vorbereitung des MapMotion-Projekts habe ich mir ein paar Punkte aufgeschrieben. Zum einen kontrollieren wir noch einmal die Runtime-Version, ob diese alle richtig aktiviert sind. Wir müssen den OPC-UA-Server aktivieren, weil alle Map-Komponenten, die eine grafische Oberfläche über die Web-Oberfläche haben, hier drauf zurückgreifen. Denn wir müssen unsere Task-Klassen und Zykluszeiten noch einmal kontrollieren, dass diese auch richtig eingestellt sind. Denn wir müssen eine Konfiguration für die Achsen anlegen, die Hardware verknüpfen und dann das Map-Cockpit noch aktivieren. Hierzu wechseln wir einmal in das Automation Studio, das ich hierfür vorbereitet habe, beziehungsweise aus den letzten Teilen noch bekannt ist. Jetzt haben wir hier schon einen Programmbaustein. Wir sortieren uns den mal eben kurz weg. Hierbei hatten wir nur die einzelnen Aufrufe drin, damit unsere Strukturen erzeugt werden. Jetzt benenne ich den einmal um. Sodass ich mir später einen eigenen Motion-Baustein noch anlegen kann. So. Jetzt können wir mit unseren Punkten weitermachen. Zum einen wollten wir die Runtime-Version unter Projekt Runtimes kontrollieren. Im Projekt hatten wir die Automation Runtime, die ja sowieso drin war, und müssen jetzt die zusätzlichen Komponenten noch kontrollieren. Wir haben das Map Motion in der Version 5.13, Map Cockpit, Map View und Map Safety. In Map Safety hatten wir im letzten Video schon die grundsätzliche Einrichtung gemacht. Das heißt, jetzt ist erstmal für uns wichtig, dass wir Motion, Cockpit und View eingestellt haben. Wichtig ist halt immer, die Hauptversionen müssen gleich sein, das heißt, muss alles die 5.13 ausgewählt sein. Dann können wir hier herausgehen und unser nächster Weg führt uns in den OPC-UA-Server, in die Konfiguration der SPS. Hier können wir kontrollieren, ob wir diesen schon aktiviert haben. Hier unten das kleine rote Ausrufezeichen sagt, dass hier schon Standardwerte verändert wurden. Von daher haben wir den in den letzten Videos schon einmal aktiviert. Den Rest können wir hier auf Standardeinstellungen lassen und müssen, damit der OPC-UA-Server richtig arbeiten kann, noch zweierlei Sachen machen. Zum einen einmal kontrollieren, dass die Unterordner in dem Access and Security richtig existieren. Und zum anderen unter Connectivity OPC-UA hinterliegt jetzt noch keine Konfiguration. Wenn wir den Punkt markiert haben, können wir in die Toolbox reinschauen und sehen hier einen Default View. Der Default View ist dazu da, damit ich später SPS-Variablen für OPC-UA freigeben und verwalten kann. Das müssen wir jetzt im ersten Schritt noch nicht machen, aber die Konfiguration sollte dennoch schon vorhanden sein. Als nächstes müssen wir einmal hier in die Konfiguration zurück. Wir können, um hier unter dem Zeitverhalten und den Ressourcen zu gucken, wir haben schon im vergangenen Video den Systemtimer auf die Powerlink-Schnittstelle gestellt, weil das auch für Safety wichtig war. In unserem Fall ist halt für MapMotion genauso wichtig. Teile von Motion können auch ohne auskommen. Aber spätestens beim Schrittmotor müssen wir hier eine Synchronisierung der Powerlink-Schnittstelle haben. Die Restzeit bzw.
Der eigentliche Systemtakt ist aktuell auf 2 Millisekunden gestellt. Halt in der Powerlink-Schnittstelle. Dieses ist wichtig, da alle meine Zykluszeiten, die ich in den Tasks einstelle, unter Ressourcen zyklische Taskklassen, die ich hier anlege, die müssen alle durch den Systemtick teilbar sein. Das funktioniert jetzt wunderbar. Ich habe 2 Millisekunden, meine kleinste Klasse ist mit 2 Millisekunden. Aber das heißt, ich könnte keine Konfiguration zum Beispiel mit 5 Millisekunden eintragen. Das würde er dann direkt korrigieren. Das ist so nicht möglich. Jetzt können wir natürlich in unsere Powerlink-Baugruppe gehen und hier entsprechend in der Konfiguration auch einen anderen Systemtick für die Powerlink-Schnittstelle definieren. Auf zum Beispiel eine Millisekunde. Wenn ich jetzt hier speichere, hat sich das in der CPU-Konfiguration hier oben geändert. Und jetzt könnte ich auch meine 5 Millisekunden als eine Klasse eintragen. Wichtig ist, dass wir die Zykluszeit von der Zyklusklasse 1 auf 2 Millisekunden setzen. Das ist so ein Durchschnitt, wenn ich mit Motion arbeite. Und vor allen Dingen, wir wollen keine Toleranz haben, weil das für Safety und für MapMotion schlecht ist, wenn diese Klasse mit den entsprechenden Bausteinen dann eine Fehlertoleranz zulässt in Sachen Zykluszeiten. Als nächstes müssen wir die Konfiguration der Achsen anlegen. Wir haben hier unsere Hardware beim ersten, zweiten Video schon angelegt und müssen jetzt die MapMotion-Konfiguration machen. Dafür haben wir hier MapMotion und der Ordner ist aktuell noch leer. Ich kann wieder in meine Toolbox reingehen und sehe jetzt, dass ich in der Toolbox jede Menge Motion-Komponenten habe. Wenn ich nach ganz oben hin scrolle, sehe ich, dass es hier auch schon fertige Konfigurationen, auch gerade für Motion-Anwendungen wie Robotik, CNC und ähnliches gibt. Ich will in diesem Fall einfach nur normale Single-Achsen aktivieren, brauche daher hier den Achs-Konfigurationsbaustein. Ich könnte, wenn ich die thematisch aufteilen wollte, auch in dem einen Baustein nur meine Inverter konfigurieren, mir einen extra Achsbaustein für mein P66 machen und so weiter. Das ist alles möglich. Ich werde jetzt die komplette Konfiguration in eine Achs-Konfiguration packen. Wir sehen, das Automation Studio hat schon gewechselt in die Logical View, hat die ersten an Bibliotheksbausteine hinzugefügt für MapMotion. Da werden wir jetzt gleich auch noch einmal näher drauf eingehen. Unter Konfiguration kann ich mir die Konfigurationsdatei aufrufen und habe jetzt hier eine Achskonfiguration. In unserem Fall wollen wir die umnennen. Das heißt, wir haben den Stepper 1. Oder wir machen doch, wir haben den Stepper 1. Wir fügen jetzt noch weitere Konfigurationen hinzu. Und das ist jetzt natürlich kein Stepper mehr. Da haben wir zum Beispiel einen P66, von dem wir auch einen haben. Ich mache das hier einmal zu, weil auf die Konfiguration gehen wir jetzt gleich noch einmal genauer ein. Hin habe jetzt keinen zweiten Stepper, sondern ich habe noch einen P3. Hin, der P3 selber hatte zwei Motorenschnittstellen, von daher brauche ich auch hier zwei Achsbausteine. P3s können eine verschiedene Anzahl von Servomotoren bedienen, haben daher verschiedene Anzahlen von Achsen. Das kann bis aktuell drei Achsen gehen. Und entsprechend muss ich hier auch die Anzahl der Achsen dann anlegen. Wenn ich jetzt in die Konfiguration einmal reingucke, habe ich beim P3 meine Servoachse und den Linearmotor in Millimetern gemessen, mit einer Genauigkeit von 0,01 Millimetern. Hier kann ich die Werte standardmäßig eingestellt lassen, genauso wie bei der zweiten Achse.
Und bei dem Stepper gehe ich hier auch davon aus, dass ich einen Linearantrieb hiermit bedienen möchte. Bei dem P66 weiß ich, dass ich später eine runddrehende Achse haben werde. Das heißt, ich werde dieses auf eine runddrehende Achse entsprechend verändern. An meine Messeinheiten werden Umdrehungen sein. Und Umdrehung kann ich hier mit einer Genauigkeit von einem Millimeter machen, von einer Umdrehung machen. Das wird ein Antrieb, der rein auf Geschwindigkeit rund dreht. Das wäre jetzt schon die Standardeinrichtung der Map-Konfiguration. Und an dieser Stelle wichtig wäre, die Namen, die ich hier vergeben habe, sind meine Achsreferenz. Das heißt, dieser Name ist die Verknüpfung zwischen der Logical View und der Physical View. Entsprechend muss ich jetzt auf der Physical View in jeder Hardware-Komponente unter Konfiguration und die entsprechende Achskonfiguration verknüpfen. Wenn ich hier auf Achsreferenz gehe, kann ich jetzt hier aus meiner Popdown-Liste den entsprechenden auswählen. Jetzt habe ich meinen P66 zugewiesen. Wenn ich auf den P3 gehe, in die Konfiguration, und werde ich sehen, ich habe ein Zweiachs P3. Entsprechend habe ich hier Channel 1, den ich zuweisen muss, mit der Achsreferenz P31 und P32. So, einmal speichern. Und dann habe ich hier noch mein Schrittmotormodul, ne, bei dem ich das entsprechend in der Konfiguration auch zuweisen kann. Die Schrittmotormodule habe ich jetzt ein einkanaliges. Auch die gibt es natürlich zweikanalig, genauso wie es sie in verschiedenen Ausführungen gibt. In Form von, ne, der X20-Karte, wie ich sie verbaut habe. Es gibt genauso gut IP67 Module, die im Bus mit eingebaut werden. So, jetzt kann ich in meiner Konfiguration einmal gucken, nachdem ich die Fenster geschlossen habe, dass er dieses auch richtig übernommen hat. Und ich sehe, die Referenz ist eingetragen. Ja, entsprechend habe ich die Hardware hier schon einmal richtig konfiguriert. Jetzt einmal zwischendurch speichern und dann können wir entsprechend mit der Map-Cockpit-Konfiguration weitermachen. Wenn wir jetzt auf unsere Übersicht schauen, und werden wir sehen, dass wir an Vorbereitungen noch genau die Konfiguration und von dem Map Cockpit offen haben. Wir können zurück in unser Automation Studio wechseln. Und hier unter Configuration View haben wir hier auch das Map Cockpit. Dieses ist relativ simpel eingerichtet. Ich muss eigentlich nur hier die Settings-Datei einfügen, diese Settings-Datei öffnen. Und hier kann ich sagen, ob ich die entsprechende Visualisierung haben möchte und was für eine Rolle der Benutzer, der sie bedienen möchte, bekommen soll oder haben muss. So, das war schon Map Cockpit in einer einfachen Grundversion. Und jetzt müssen wir einmal auf die nächste Seite unseres Plans für heute gucken. Das heißt, die Erstellung des eigentlichen Map Motion Projektes. Wir müssen die Bibliotheken kontrollieren, weil wir für die verschiedenen Hardware-Module noch verschiedene Bibliotheken laden müssen. Und wir haben die variablen Strukturen anlegen. Wir haben die Softwareaufrufe und dann können wir das Ganze übersetzen, übertragen und testen. So, hierzu gehen wir zurück in unser Automation Studio. Und sind jetzt in der Logical View und sehen hier in unseren Bibliotheken, dass schon ein paar Bibliotheken für MapMotion geladen wurden. Wir können jetzt, wenn wir auf den Überordner gehen, einmal nachgucken und werden jetzt hier B&R-Bibliotheken auswählen. Scrollen runter, bis wir zu den MapMotion-Komponenten kommen und müssen jetzt hier einmal gucken. Und wir müssen die
Axel-Bibliothek noch laden, die Parameter-Bibliothek noch laden, dann Access Basic, die DS402 Achse ist für den Frequenzumrichter, damit diese angesteuert werden kann, genauso wie wir hier für den Stepper, für den Schrittmotor dann noch ein Programm haben und sollten jetzt zuerst mal alle haben, die wir brauchen. Die werden jetzt hinzugefügt und auf der linken Seite sehe ich, wie diese hinzugefügt werden. Das dauert dann in der Regel ein paar Sekunden, aber dann sind jetzt auch alle meine Bibliotheken entsprechend schon vorhanden. Jetzt müssen wir entsprechend die Strukturen anlegen. Einmal eben kurz reinschauen, genau. Die variablen Strukturen stehen als nächstes auf dem To-Do. Und am einfachsten können wir uns die hier über die Hilfedatei holen. So. Wenn wir in der Hilfe sind, finden wir hier unter Antriebstechnik, Map Motion und Leitfäden immer das Getting Started. Und zwar hier für verschiedene Anwendungsszenarien. Denn für mich ist jetzt erst einmal wichtig, dass ich die Konfiguration der Datentypen hier herausbekomme. Ich brauche pro Achse zwei Stück, einmal die Achse Basis und einmal das Parameter-File. Diese werde ich mir jetzt hier rauskopieren, weil ich diese direkt innerhalb einer Typstruktur im Automation Studio anlegen möchte. Ich mache das in diesem Fall global, das heißt, ich lege mir hier einen Typ für meine Achsen ein und muss mir jetzt hier ein Element hinzufügen, das ich jetzt MP-Axis Basic nenne, genauso wie hier mit dem gleichen Typen zugeordnet. Die zweite Struktur kann ich mir jetzt hier aus der Hilfe holen, das ist die Parameterstruktur, die ich hier kopieren kann, in meinem Automation Studio hier ein zweites Element hinzufügen. Hier mache ich das gleiche und habe erst einmal die beiden Strukturen hinzugefügt. Jetzt muss ich das natürlich für jede Achse einzeln machen. Das heißt, am einfachsten ist, wenn ich hier eine Struktur nehme und das Ganze zum Beispiel Motion nenne. Und hier kann ich jetzt sagen, ich habe eine Stepper-Achse. Das ist meine Stepper-Achse 1. Und die ist vom Typ Achse. Wenn ich jetzt das Ganze noch einmal kopiere, dann habe ich mein P66. Ich habe mein P3 Achse 1. Ich habe mein P3 Achse 2. Ein. Und entsprechend jetzt meine Strukturen vorhanden, muss das Ganze noch auch in einer Variable aufrufen. Und die Variable kann ich auch einfach Motion und nennen. Das ist eine meiner wenigen Hauptvariablen, über die ich alle Unterteile aufrufen kann. So, jetzt muss ich einmal speichern. Damit werden die Variablen alle im Programm verfügbar und lege mir jetzt ein entsprechendes neues Programm an, auch wieder als All-in-One-Baustein in ST programmiert. Diesen nenne ich natürlich direkt Motion, damit ich weiß, was hier drin alles passieren soll. Und nehme mir jetzt hier unten die Aufrufe, die ich auf jeden Fall brauche, auch einmal aus der Hilfe heraus. Muss ein Wechsel ins Automation Studio. Und da ich den Exit nicht brauche, kann ich das hier einmal komplett überschreiben. Jetzt muss ich die entsprechenden Variablen noch ersetzen.
Ich habe meine Variable Motion genannt, kann mir hier zum Beispiel den P3 erste Variable aufrufen und sehe dann hier, dass der Funktionsbaustein MPAccess Basic hier aufgerufen ist. Jetzt müsste dieser Aufruf komplett passen und kann das entsprechend für alle anderen Punkte einmal auf die gleiche Ebene runterbrechen. Hier muss ich natürlich meine Parameter mit dran bauen und in der Motion-Struktur der P3 in der erste habe ich hier die Parameterstruktur und kann das hier auch wieder entsprechend runterkopieren. Jetzt muss ich die Verknüpfung noch einmal neu machen. Das heißt, das, was ich hier mein Parameterfile habe, das muss ich natürlich auch hier einfügen, damit die Verknüpfung richtig ist. Und hier muss ich eben die Achse-Referenz, die ich jetzt eben angelegt habe, ausfüllen. Mit dem Autovervollständiger bekomme ich auch diese schnell angezeigt, kann die hier verknüpfen. Jetzt hätte ich im Prinzip den Grundstein für eine Achse gelegt. Das heißt, in unserem Fall können wir dieses einmal kopieren. Dann fügen das pro Achse einmal ein. Hin und da die Strukturen grundsätzlich gleich sind, kann ich jetzt hier aus der 1 eine 2 machen. Habe das relativ schnell angepasst. Das rufe hier den P66 auf. Kann das dann natürlich auch entsprechend umkopieren. Als letztes habe ich dann den Stepper, den ich auch entsprechend umbenennen oder umkopieren kann. Jetzt habe ich meinen Initialaufruf für alle Achsen einmal passend gemacht und kann das gleiche hier mit den zyklischen Aufrufen machen. Kopiere mir das von hier oben einmal herunter, ersetze alle und bin dann jetzt gleich relativ schnell an meinem Ziel angekommen, insofern ich dann keine Copy- und Paste-Fehler gemacht habe. Ich muss hier natürlich die Achsreferenz noch anpassen, den Parameterfile noch anpassen, genauso wie ich hier alles anpassen muss. Und habe jetzt im Prinzip alle Aufrufe einmal komplett angelegt. Jetzt kann ich das Ganze einmal kompilieren lassen. Das wird mit Sicherheit ein paar Sekunden nun dauern, weil ich habe neue Automation Runtime-Versionen eingebaut. Ich habe Hardware verändert, Bibliotheken geladen und zu guter Letzt auch noch ein Programm eingefügt. Ich breche das einmal kurz ab, weil ich hatte noch etwas vergessen. Wenn ich unter rangierte Objekte gehe, ist das gleiche wie die Softwarekonfiguration und sehe hier, dass mein Programm Motion standardmäßig in der Zyklusklasse 4 mit 100 Millisekunden eingefügt wurde. Natürlich will ich, dass meine Motion in der schnellsten Klasse ohne Toleranz läuft, damit meine Antriebe immer schön schnell reagieren werden. So, jetzt lassen wir das Ganze noch auch weiter übersetzen und können einmal in unsere Übersicht schauen. Und wir haben die Bibliotheken drüber gesprochen, die Strukturen angelegt, die Softwareaufrufe für die Antriebe gemacht. Und übersetzen jetzt das Programm. Für das Map Cockpit gibt es den in Quellpfad, wie hier angegeben. Die IP-Adresse muss an die SPS angepasst werden. Alles, was dahinter ist, ist für Standard Map Cockpit immer gleich. Ich rufe das einmal auf. Ich habe keine emulierte Steuerung. Das heißt, ich muss hier einmal die IP-Adresse entsprechend anpassen.
Dann kann er jetzt natürlich noch nicht laden, weil ich habe es ja noch nicht eingespielt. So, dann gucken wir einmal ins Automation Studio. Er ist immer noch am Übersetzen. Das wird jetzt natürlich noch die eine oder andere Sekunde dauern. Und müssen jetzt einmal warten, bis er hiermit fertig ist. Wichtig zu sagen wäre, noch aktuell befinden sich alle Antriebe in einem Safe Talk Off. Wir haben letztes Mal die Sicherheit entsprechend programmiert und werden heute das Ganze anhand des P66 einmal testen. Ich rufe mir jetzt einmal mein Ausgangsmodul auf, weil der P66 gerade noch auch über die graue Welt verbunden ist, nämlich mit dem Ausgang 11. Hilfe, weil mir noch ein Sicherheitsmodul fehlt. Kann jetzt hier in den Monitormodus gehen. Und den Ausgang 11 entsprechend forcen, damit man Relais anzieht und der P66 theoretischerweise freigeschaltet würde. In unserem Fall force ich den. Ich sehe, dass mein Relais zieht an, hier oben, und mein P66 geht in einen Fehlermodus rein, weil er wurde ja noch nicht aufgerufen, parametriert. Jetzt, von daher kann er hier noch gar nicht mehr machen, als einen Fehler aufzurufen. Jetzt gehe ich aus dem Monitormodus einmal raus. Ich muss warten, bis das Programm fertig übersetzt ist und eingespielt ist. Der geforste Ausgang wird beim Neustart der CPU beim Einspielen mit Sicherheit zurückgesetzt. Jetzt neu starten wird er müssen, weil wir entsprechend Hardware verändert haben. Das wird er uns aber auch vorm Einspielen einmal anzeigen. Jetzt hat er fertig übersetzt und ich kann mein Programm entsprechend einspielen. Sobald wie ich das Einspielen angestellt habe, wird er online das noch einmal vergleichen, entsprechend jetzt gleich hier auch anzeigen, dass er einen Neustart machen muss. Genau hier. Überträgt das Update und wird danach meine Steuerung einmal neu starten. Dann, das wird jetzt ein paar Sekunden dauern. Dann einmal kurz darauf warten. Nach dem Neustart müssten meine Komponenten eigentlich schon alle richtig hochstarten. Gerade der P66, sobald wie ich den jetzt gleich erneut freischalte über meinen STO-Ausgang, sollte dieser nicht mehr den Status für Störung haben, sondern er sollte dann eigentlich auch in den Status Run gehen. Die CPU ist am Neustarten. Ich sehe, dass die Safety komplett rot ist. Und jetzt, wenn die Steuerung nach und nach hochfährt, werden auch alle Bereiche wieder in den Run-Modus wechseln. Dieser Vorgang dauert, je komplexer meine Anwendung und meine Hardware ist, natürlich immer ein Stückchen länger. Jetzt hat meine Steuerung komplett neu gestartet. Und ich kann hier das Fenster schon einmal schließen. Jetzt ist meine Sicherheitssteuerung auch wieder auf grün gegangen. Und sehe jetzt, dass sich mein P66 immer noch im STO befindet. Und versuche jetzt schon einmal vorab, habe hier meinen Ausgang entsprechend zu forcen. Jetzt bin ich online drauf. Kann den forcen und sehe jetzt, dass mein P66 rechts unten
schon den Status Ready mit angenommen hat. Also von daher scheint unsere Konfiguration soweit erstmal zu funktionieren. Wir gucken jetzt einmal in das Programm rein. Ich ziehe mir meine Motion-Variable in meine Watchlist rein und gucke mir jetzt einmal den P66 an. Ich habe meinen Funktionsbaustein, über den ich auch den Frequenzumrichter steuern kann. Ich sehe, dass die Parameter verknüpft wurden. Der MP-Link stellt die Achsreferenz dar, wurde richtig verknüpft. Es steht kein Fehler an, was schon mal ein gutes Indiz ist, dass viel verknüpft werden konnte. Und habe jetzt hier in der Struktur, die Struktur ist für alle Achsen, egal ob Frequenzumrichter, Servoverstärker oder Schrittmotor bei B&R gleich. Ich habe hier oben einen Bereich, in dem ich eine Ansteuerung vornehmen kann. Und hier unten einen Bereich, in dem ich zum Beispiel ein Feedback bekomme, ob Power on ist. Wenn ich jetzt wo ich den Status für Ready habe, kann ich noch in die Informationen reingucken, sehe hier die Kommunikation ist ready, ready to power on und kann dann entsprechend hier über den Power-Ausgang den Frequenzer auch einschalten. In meinem Fall bekommt er jetzt hier eine Fehlermeldung, das hat ganz einfach damit zu tun und dass aktuell gar kein Motor angeschlossen ist. Das machen wir, sobald wir entsprechend die Hardware in Betrieb nehmen. Da wir jetzt in den nächsten Wochen passende Videos zu geben. Geplant sind zwei Teile für den P66, zwei Teile für den P3 und zwei Teile für den Schrittmotor, wo ich jeweils die verschiedenen Schritte mit euch durchgehe und hinter alle Antriebe bei uns funktionieren und laufen werden. Ich mache die ganzen Übungen immer an meinem Testplatz. Ihr könnt die auch in der Simulation machen und genauso gut dann nachvollziehen. Genau, was wollten wir noch machen? Wir haben übersetzt, übertragen und im Programm getestet. Wir rufen jetzt unser Cockpit einmal auf, gehen hier auf Refresh und bekommen jetzt das Map Cockpit geladen in der Version 5.13 und können jetzt hier drüber unsere Achsen auswählen. Alle werden angezeigt und kann jetzt hier in die Einstellungen der Achse gehen, habe eine Aufteilung. Links bekomme ich alle Kommandos, die ich absetzen kann, angezeigt. In der Mitte den aktuellen Zustand der Achse und auch die Geschwindigkeit bei Positionierachsen, würde hier auch die Position stehen zum Beispiel. Habe rechts noch ein paar Konfigurationspunkte, die ich just in time anpassen kann. Und ganz unten habe ich natürlich auch ein Statusfenster, in dem ich jetzt zum Beispiel sehe, dass der Betriebsstatus zuletzt von Aerostop nach Disabled gegangen ist. Wenn ich jetzt die Achse einschalten könnte, würden wir zum Beispiel sehen, dass er von Disabled nach Standstill wechselt. Das können wir natürlich beim nächsten Mal alles genau durchmachen. Hier drüber kann ich jetzt eine weitere Achse noch mit aufrufen, zum Beispiel P3 als Positionierachse. Ich sehe, dass ich die Kommandos, das Watch und die Konfiguration geändert haben. Das sind die gleichen Werte wie in ich diese auch im Automation Studio zur Verfügung habe. Wichtig ist, dass diese Einstellungen parallel zu und den Einstellungen im Automation Studio laufen. Das heißt, es hat keine von beiden erstmal ein Vorzugsrecht. Und ich sollte natürlich aufpassen, wenn ich eine Inbetriebnahme über das Map Cockpit mache, dass ich nicht gleichzeitig ein Automatikprogramm fahre, was auch auf meine Achsen darauf zugreift. Jetzt wechsle ich einmal zurück. Hier sind wir die Punkte einmal durchgegangen. Dann noch ein, zwei Sachen in eigener Sache. Wir hatten in der vergangenen Woche einen Minikurs zum Thema B&R programmieren. Dieser ist sehr gut angekommen. Wir haben ein sehr gutes Feedback bekommen und haben deswegen jetzt erst einmal eine Warteliste aufgemacht. Wir wollen einen Online-Kurs zur SPS-Programmierung entwickeln.
Und unter diesem Link findet ihr Informationen, was wir vorhaben, könnt ihr euch unverbindlich auf die Warteliste setzen. Denn die Warteliste ist eigentlich nur, dass ihr darüber informiert werden wollt, das verpflichtet zu überhaupt nichts. Jetzt hier noch einmal der Verweis auch zu unserer B&R Facebook-Gruppe. In der Facebook-Gruppe könnt ihr Fragen stellen, denn jeder hilft jedem. Ich gucke da auch immer mit rein und wenn ich helfen kann, helfe ich auch da weiter. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen, dass ihr mir folgt. Immer gerne auf allen Kanälen, da wo ihr meine Videos guckt. Abonniert den Kanal, lasst einen Daumen hoch da. Das hilft mir, um bekannter zu werden, um das Ganze noch besser zu machen. Und gebt mir einfach ein Feedback in der B&R-Gruppe oder direkt unter dem Video. Was kann ich besser machen? Was kann ich vielleicht noch zeigen, was euch fehlte? Hier bin ich ein bisschen auf euer Feedback drauf angewiesen und freue mich immer von euch zu hören. Da wünsche ich allen frohes Schaffen und viel Erfolg in der SPS-Programmierung. Bis zu meinem nächsten Video.